Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wird es mal wieder düftelig, denn ich habe bei Goose Creek bestellt, da ich einen Duft nachbestellen wollte und dann dachte, guck dich doch mal ein bisschen im Sale um und es waren dann Gläser im Sale und ich glaube ein oder zwei der Wachsmelts waren auch reduziert, die ich so ein bisschen auf der Wunschliste hatte. Und so ist ein ganz kleiner Dufthaul entstanden. Und ich dachte, wir schnuppern hier mal gemeinsam. Entschuldigt, wenn ich so ein bisschen verwindet aussehe. Es ist bei uns mal wieder ein bisschen stürmischer. Und ich dachte aber, ich nutze noch das Licht, das zumindest hier ist, um jetzt das Video abzudrehen. Ja, ich bin ja seit langem ein großer Goose Creek Fan, fing ja mit so vereinzelten Düften an und jetzt bin ich tatsächlich sehr häufig mal auf deren Seite oder folge denen auch auf Instagram und guck, was gibt es da ein bisschen Neues. Und ein Duft, den ich jetzt ein paar Mal als Melt eben im anhatte in der Duftlampe, den habe ich mir jetzt als Glas nachbestellt. Und zwar der Marshmallow Snow Cream mit diesem süßen Label. Das ist die Eindochtkerze von Goose Creek, also auch von der Größe. Tatsächlich ganz schön. Und die war, ich glaube, nicht reduziert, sondern das war der reguläre Preis. Ach, das ist ein toller Duft. Von, ich glaube, knapp 11,10 Euro, 80 oder was die immer kosten. Und den fand ich so toll. Ich habe den als Melt wirklich geliebt. Der war ganz toll im Raum. Es ist ein süßer Duft. Man hat diese fluffige Marshmallow, man hat Vanille, man hat so ein bisschen Creme-Duft. Also dieses aufgeschlagene, ne, Creme. Wir haben diesen Zuckerduft. Oh, es riecht einfach lecker und so Sahne aufgeschlagen. Es ist ein ganz toller Duft. Ich mag Marshmallow-Düfte sehr gerne. Ich mag sie auch in Kombination mit Vanille gerne. Und das war wirklich ein Duft, wo ich dachte, da bestellst du dir nicht nur ein Melt nach, sondern direkt die Kerze. Und ja, fand ich richtig toll. Und ja, zu dem Preis und die Qualität von Goose Creek ist wirklich richtig, richtig toll. Und dazu eben auch dieses süße, ja, Marshmallow-Sahne-Männchen im Glas. Finde ich einfach nur süß. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Glas. Und zwar, den Duft kenne ich noch nicht und hatte ihn jetzt bei den Reduzierten im Sale entdeckt. Und ich glaube, der Duft hat dann knapp 9 Euro gekostet, war also, glaube ich, 2 Euro irgendwas günstiger. Ist auch ein Eindochter und das sind ja immer so knapp 200 Gramm, wenn ich mich nicht täusche. Steht, glaube ich, hier hinten gar nicht drauf. Naja, okay. Und da hat mich natürlich das Label angesprochen. Island Escape und es sieht wirklich so aus, wie wenn wir hier am tropischen Meer unterwegs sind und es klang von den Duftkomponenten so gut, dass ich dachte, der riecht auf jeden Fall gut. Es ist wirklich so dieses Sommerspritzige, wir haben einen Hauch Grapefruit, ja, so ein bisschen Limonade, das ist nicht so überspritzig, wie es manche Limonaden sind mit zu viel Zucker. Wobei man natürlich hier auch definitiv den Zucker wahrnimmt. Aber es hat auch diesen Hauch Melone und fruchtig und aquatisch. Ach, das riecht richtig lecker. Richtig schön. Stelle ich mir perfekt jetzt dann auch im Frühling, Sommer vor. Ein ganz, ganz schöner Duft. Ich glaube, da hatte mich auch wirklich die Wassermelone so angesprochen, die jetzt hier richtig schön rauskommt. Ja, finde ich schön. Und ich mag so dieses Sommerfeeling und ja, gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Auch das Aquatische. Richtig, richtig schön. Bin ich sehr gespannt, wenn ich den dann warm anhabe. Ja, jetzt habe ich noch 4 Melts und ich bin schon ein bisschen verwundert. Tatsächlich, weil der eine Melt auch so ähnlich aufgebaut jetzt ist, wie das bei Yankee Candle der Fall ist, mit so einer Stütze hinten. Finde ich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Aber gut, wir starten einfach mal mit Coffee House. Ich mag immer mal Kaffeedüfte, auch wenn ich selbst nicht der größte Kaffeetrinker bin. Und ich weiß gar nicht mehr, wer den mal gezeigt hat. Ich verfolge so 2, 3 Leute auf YouTube, die... Oh, der ist schön. Der riecht bis hier. Also wenn ihr seht, da, ihr seht es gerade nicht, aber der riecht bis hier. Der ist echt toll. Verfolge so ein paar Duft-YouTuber und da hat irgendwer von dem geschwärmt. Und ja, also es ist tatsächlich Kaffee mit so einem Hauch warmer Schokolade und dann kommt so ein bisschen Karamell. Ach, und irgendwas Mussiges. Ach, richtig schön. Der ist richtig toll. Also das ist richtig schöner Kaffee. Ach, so ganz frisch aufgebrüht. Und dann dieser Hauch, wirklich Schokolade. Ich finde ihn richtig schön. Der gefällt mir richtig gut. Ich hoffe nur, dass das Karamell nicht irgendwie so eine Maggi-Note bekommt. Ist ja ganz oft so im Warmen. Ach, aber kalt ist der toll. Der ist richtig toll. Also ich würde nicht sagen, es ist ein reiner Kaffeeduft. Also das würde man wahrscheinlich meinen, wenn man jetzt das Label sieht. Ich würde schon sagen, dass
man definitiv auch so eine Schokoladennote wahrnimmt und ein bisschen Nuss. Muss man ganz klar dazu sagen, aber sehr, sehr, sehr lecker. Dann kommen wir zu einem Winterduft, Slate Ride, also Schlittenfahrt. Da hat mich natürlich auch das Label so ein bisschen interessiert und ich dachte, ja, so lange sind jetzt die Winterdüfte wahrscheinlich gar nicht mehr an. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war hier so ein bisschen die Mischung von Holz. Ja, genau. Die Mischung aus Holz, Minze, ja, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, was es für ein Holz war. Ich glaube, es war auch ein Teil Sandelholz mit drin. Wir haben so ein bisschen Fichte, Tanne, Nadeln, irgendwas. Richtig schön, auch eine sehr schöne Farbe. Ich hätte sie mir wahrscheinlich holziger oder grüner vorgestellt. Aber dann kommt so diese Hauchminze, also diese erfrischende Minze dazu. Finde ich schön. Gefällt mir richtig gut. Und der war, glaube ich, der Kaffeehaus war der reguläre Preis. Das sind hier irgendwie bei 5,20. Und ich glaube, der andere Sommerduft, die waren gleich bei 4 Euro. Und dann gibt es noch einen Special-Duft, der war teurer. Aber es lohnt sich da auf jeden Fall für 4 Euro. Und man hat hier wirklich die 6 Melts, das ist wirklich toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ich hätte es mir sogar noch eine Spur holziger vorgestellt. Ich finde, die Minze und dieser Schnee kommen doch ein bisschen weiter vorn, als ich das so vermutet hätte, so von wie ich die Duftbeschreibung in Erinnerung habe. Aber ich finde ihn toll. Der gefällt mir richtig gut. Der wird auf jeden Fall, grausames Geräusch, auf jeden Fall jetzt auch nochmal im Februar, März angemacht. Und auch das Label super schön. Da freue ich mich auf jeden Fall aufs Düfteln. Ja, und dann glaube ich, war das auch noch der reduzierte, und zwar der Sunlit Shores. Und da war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich den nicht tatsächlich schon mal hatte. Weil es klang wirklich lecker und ich dachte, an dem bist du doch bestimmt sonst nicht vorbeigekommen. Ja, aber er kommt mir tatsächlich nur bedingt bekannt vor, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte da so noch gedacht, weil die Duftkomponenten so toll klangen, weil wir so diese verschiedenen Früchte haben. Wir haben so diese Meeresbrise. Ja, und so ein bisschen Vanille. Man hat schon so einen Hauch von so einer ganz leichten Sonnencreme, die vielleicht von der Seite herkommt. Also nicht wie wenn man sich selbst eingräbt, sondern wie wenn man nur so den Hauch vorbeigeht und dann so ein bisschen Sand und Vanille und wirklich diese Früchte. Das riecht echt toll. Also wie wenn man wirklich in so einem Garten steht mit Früchten. Und das hat man ja zum Beispiel in der Karibik durchaus, auch in den Hotelanlagen. Oder wenn ich da noch ganz an Kenia zum Beispiel denke, da roch es wirklich auch so. Also richtig lecker, so grün, fruchtig und dann der Sand und der Wind. Ach ja, ich komme direkt in Urlaubsstimmung. Also der ist definitiv was fürs Fernweh. Er wird es nicht stillen, aber vorantreiben. Gefällt mir sehr gut. Sunlit Shores. Gefällt mir richtig, richtig gut. Er könnte fast noch einen Hauch mehr Brise haben, so wie es das Cover so ein bisschen verrät. Aber gefällt mir sehr gut. Und wie man sieht, ich war so ein bisschen im Sommerfeeling, als ich bestellt habe. Jetzt kommen wir aber zu einem Duft und da ist das Label definitiv schuld, dass ich den mitgenommen habe. Ich war auch kritisch, weil ich glaube, hier ist irgendwie was Eukalyptisches drin. Und zwar der Frozen Waterfalls. Mir hat das Label wahnsinnig gut gefallen. Den gab es aber, glaube ich, nicht im Eindochter. Und dann dachte ich, ah, nicht gleich ein großes Glas. Man weiß ja nie, weil das Eukalyptus mich, glaube ich, so abgeschreckt hatte. Aber ich dachte, ja, also es riecht schon sehr nach diesem Eukalyptus. Und ja, auch Hölzer sind drin. Und es riecht tatsächlich sehr wie ein Duschgel. Also das ist tatsächlich sehr schade. Es hat dieses sehr herbe, maskuline, was man in so einem Duschgel hat. Also ja, man könnte meinen, ja, man hat, ich sag jetzt mal so ganz klischeehaften Männer-Duschgel verwendet. Ich glaube, darunter kann man sich was vorstellen. Da sollte auch, ich glaube, Grapefruit oder Orange drin sein. Die geht mir hier nicht hervor. Also ich glaube, es wird leider nicht mein Duft. Das ist, glaube ich, kein Duft, wie ich möchte, dass mein Wohnzimmer riecht oder... Man könnte es vielleicht mal im Sommer ausprobieren, ob er den Raum so ein bisschen runterkühlt. Sehr schade. Ich muss sagen, ich hatte mir hier so ein bisschen unter Frozen Waterfalls vielleicht doch ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Eukalyptus so diesen maskulinen Duschgel-Moment macht. Finde ich echt schade. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man geduscht hat und man kommt dann ins Bad rein und es weht einem so entgegen, ist das natürlich auch ein sehr angenehmer, schöner Duft. Ich weiß halt nicht, ob mein Wohnzimmer danach riechen sollte, wenn ihr versteht. Aber das Label ist wunderschön und er wird auf jeden Fall einmal ausprobiert und dann mal gucken, vielleicht auch eher im Büro oder eher mal im Sommer und dann einfach mal schauen, wie das so sein wird. Aber es passt natürlich gar nicht. Ich finde, dass ich würde diesen frischen Duft
tatsächlich eher mit dem Sommer verbinden als jetzt mit dem Winter. Also es ist für mich kein Winterduft jetzt für den Februar oder den Januar gewesen. Nee, also für mich ist das kein Winterduft. Aber ich probiere ihn aus. Also das auf jeden Fall. Und wenn er mir gar nicht in der Lampe gefällt, dann darf er auch einfach weiter wandern. Dafür ist ja zum Beispiel auch das Needful Things Paket da. Ja, ich muss sagen, alles in allem trotzdem sehr begeistert. Auch wenn mich der Frozen Waterfalls jetzt nicht ganz so umgehauen hat, bin ich froh, dass ich einen Favoriten als Glas habe und wirklich zwei ja, oder drei der Düfte, die mich total umhauen und den einen, den ich dann noch so ein bisschen rumprobiere. Und dann halt, also wobei das Label, hättet ihr bei dem Label an ein klassisches Männerduschgel gedacht? Irgendwie doch nicht, oder? Also ich hätte tatsächlich mehr Holz und mehr Schnee irgendwie erwartet. Ein bisschen schade, aber ich probiere ihn auf jeden Fall aus. Und das war jetzt schon auch der kleine düftelige Haul. Tatsächlich bin ich wirklich happy über meinen Favoriten und hoffentlich werden die anderen auch zu kleinen Favoriten. Und vielleicht habt ihr ja auch Duft-Highlights in den letzten Wochen geschnuppert. Dann super gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und könnt mir auch gerne mal verraten, wo ihr vielleicht eure Düfte kauft oder bestellt. Ja, da bin ich auch immer gespannt, ob es irgendwelche neuen Shops oder sowas gibt. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.